Hallo und willkommen bei mir im Wohnzimmer bzw. Esszimmer. Ich mache heute eine kleine Premiere für mich, auf jeden Fall. Ich habe Fleisch im Internet bestellt und das will ich jetzt mal zubereiten. Was das wird und wie ich das dann mache, das gucken wir uns gleich an. Viel Spaß! Was ich mir bestellt habe, das ist, ich muss mal eben Handschuhe anziehen, ist ein Rippchen und zwar vom Rind. Und das Ganze habe ich mir bestellt bei Kreuzers, das ist eine Fleischerei, die sich spezialisiert hat auf, so Barbecue-Cuts und so alles, was man so zum Grillen braucht, so für spezielle Grillsachen und so weiter und so fort. Nicht nur Bratwurst und Bauchfleisch. Und das ist dann eben halt das gute Stück. Das ist eine Rippe vom Simmentaler Ring, Rind. Und das hatte etwas über 1,5 Kilo. Ist eine, man sieht es hier, so eine richtig fette Fleischauflage drauf. Also es ist mega geil. Ja, das will ich jetzt erstmal vorbereiten. Und dann nachher grillen. Würzen habe ich vor mit dem Jack Daniels Beef Rub. Und wir bereiten das jetzt erstmal vor. Ich muss mal gucken, ob ihr, so wie es aussieht, ist jetzt hier noch so eine Silberhaut drauf, auf jeden Fall. Die ziehen wir jetzt erstmal runter. Versuchen wir es auf jeden Fall. Irgendwie kriegen wir das hin. Dazu nehmen wir uns den Löffel und ziehen da einmal runter her. Auf der zweiten. Okay. Ist ganz schön stabil. Den Löffel hat es gekillt. Aber irgendwie kriegen wir das da drunter weg. Das Problem ist jetzt gerade, ich habe hier zwei Katzen rumlaufen und die möchten von einem Stück Fleisch auch was haben. Kriegen sie aber nicht. Ich glaube, das haben wir soweit geschafft. Das wäre geschafft. Und jetzt nehmen wir uns hier unseren Rub und das wird dann erstmal schön gewürzt. Von allen Seiten. Wälzen wir noch so ein bisschen in den Gewürz.
dass da überall was dran kommt. So. Damit wären wir jetzt erstmal soweit. Und jetzt kommt das nächste Gerät zum Einsatz. Unser Vakuumierer oder mein Vakuumierer. Das ist das nochmal für 24 Stunden etwa im Kühlschrank und kann dann schön durchziehen. Und das bereite ich jetzt erstmal vor. So, ich habe jetzt hier meinen Vakuumierer vorbereitet. Und da lege ich jetzt erstmal hier einen so von diesem Folienbeutel rein. Und werde den von der einen Seite schon mal zumachen. Und dann schaue ich mal, wie viel Material ich brauche. Und schneide mir dann so passend ab. Damit ich mir den Rand hier nicht versaue, das Ganze eben einmal umgestülpt. So. Und dann nehme ich mir den Braten und packe ihn in diesen Beutel. So. So, jetzt haben wir das verschweißt und so kommt das dann bis morgen früh oder ja doch bis morgen früh, weil das Ding, wenn ich das gare, braucht circa 6 Stunden und kommt bis morgen früh in den Kühlschrank und dann sehen wir uns morgen früh am Grill wieder. Bis später. Wir sind jetzt hier oben am Grill. Ich habe den Grill jetzt schon mal eingeheizt. Der liegt jetzt gerade so bei 118 Grad ungefähr. So soll er auch bleiben. Das ist unser Stück Fleisch. Das hatten wir ja gestern gewürzt und einvakuumiert. Das kommt jetzt gleich, wie gesagt, so bei 120 Grad auf den Grill. Und ich möchte das räuchern. Zwar heiß räuchern. Dazu will ich mal was anderes ausprobieren. Ich habe jetzt hier so Räuchermehl. Sonst habe ich ja immer solche Räucherchips. Da muss ich dann allerdings meine Räucherbox hier noch ein bisschen modifizieren, weil da sind Löcher drin und im Boden. Und da wird mir das Räuchermehl wahrscheinlich rausrieseln. Deshalb will ich da jetzt so gleich ein bisschen Alufolie reinlegen. Und ja. Dann das gute Stück auspacken und schon mal das Holz bzw. die Räucherspäne auf den Grill packen, dass es schon mal angefangen zu qualmen. Und dann soll das Ganze 3 Stunden geräuchert werden, dann 2 Stunden dämpfen und 1 Stunde
wird noch glasiert. Womit, weiß ich jetzt noch nicht. Eine Barbecue-Soße oder sowas, das weiß ich, muss ich mal gucken. Ich werde mir das da überlegen. Ist ja noch Zeit. So, ich hole mir jetzt erstmal Alufolie und packe das Ganze auf den Grill. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Das war auch gestern so. So, ich habe das Ganze jetzt hier mal mit Alufolie abgedichtet und mit diesen Sägespänen voll gemacht. Das kommt jetzt auf den Grill und dann soll es anfangen zu qualmen. Der ist drin, dem ist kalt. Ja, aber wenn ihm noch kalt ist? Der Grill ist vorbereitet. Ich habe das Räucherpaket jetzt da reingepackt. Ich habe das mit dem Brenner gestartet. Also mit dem Propangasbrenner nochmal extra gezündet, damit das ein bisschen schneller geht. Ich packe jetzt das Fleisch aus und dann kommt das oben auf den Ablagerost. Und ja, dann kann das die nächsten 3 Stunden erstmal da drin bleiben und kann gar ziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Thermometer reinpacke. Das werde ich nachher sehen. Eigentlich macht es keinen Sinn. Aber ich sehe gerne, wie die Temperatur steigt. Also werde ich wahrscheinlich noch mit einer Sonde versehen. Und ja. Ich packe es jetzt erstmal auf den Grill. Hier ist ein wunderschöner Fettdeckel drauf. Das wird mit Sicherheit richtig, richtig geil. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich arbeite gerne mit Handschuhen, weil dann spare ich mir das. Jetzt muss ich mir erstmal Hände waschen. Die Pfoten sind wieder sauber. Jetzt haben wir Zeit für ein Grillbierchen, ne? Muss ja sein. Und ich habe mir gedacht, zum Glasieren werde ich nachher diese hübsche Soße nehmen. Ist vom Lidl. Aber ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist eine Barbecue-Soße mit Senf und Honig. Ist wirklich richtig geil. Ja, die Grillzeit, also die Räucherzeit, ist jetzt vorbei. Wir haben unsere 3 Stunden durch. Ich hole jetzt gleich das Stück Fleisch vom Grill und werde es vorbereiten für die Dämpfphase. Da habe ich jetzt hier schon mal etwas Cola in diese Form gepackt. Es ist schweinekalt, deshalb habe ich hier meinen beheizbaren Stehtisch angeschmissen. Ja, ich hole jetzt mal das Fleisch runter und packe es hier drauf und packe es dann ein. Und dann kommt es wieder auf den Grill für die nächsten 2 Stunden Dämpfen. Die Dämpfphase, die 2 Stunden, fangen erst dann an, wenn die Cola, die Flüssigkeit hier, am Kochen ist. Kann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern. Dafür werde ich die Temperatur im Grill erhöhen. Momentan lief er so bei rund 120 Grad. Und ich werde jetzt nachher die Temperatur erhöhen auf 140, 150, 160 Grad ungefähr. Ich werde die beiden Brenner, die ich am Laufen habe, werde ich voll aufreißen und dann soll das wuppen. Ich hole jetzt erstmal das Fleisch runter, pack's da rein und ja, dann geht's weiter gleich. Und zwar mit Alufolie. Beziehungsweise mit meiner
2-in-1 Alufolie. Wie gesagt, das ist Alufolie, die ist für eine Seite Alu, andere Seite Backpapier. Damit packen wir das Ganze ein. So, hier wäre ich jetzt mit meiner Alufolie und hier, da wird das ganze Ding jetzt erstmal ordentlich mit eingewickelt. Für ein Eis. Für mich? Das ist aber lieb. Da? Ich mache uns was zu essen, was Leckeres. Aufpassen. So, das Ganze wäre dicht eingepackt und jetzt kommt wieder zurück auf den Grill und bleibt für die nächsten, naja, 2,5, vielleicht 3 Stunden nochmal richtig schön heiß. Ja, es ist ein bisschen später geworden als geplant, aber die Dämpfphase ist jetzt auch durch. Ich hole das jetzt mal raus. Mal eben Handschuhe anziehen und ihr seht es hier schon, der Knochen hat sich richtig schön gelöst. Ich stelle das jetzt mal eben hier in der Mitte und das sieht sehr geil aus. Ich hole mir hier meinen Pinsel und meine Barbecue-Soße, packe das Ganze jetzt nachher wieder indirekt auf den Rost und werde das jetzt erstmal glasieren. Ich denke mal so 15 Minuten sollte reichen. Ich glasiere das jetzt erstmal. Wird jetzt eingepinselt. Somit wären wir erstmal klar. Jetzt kommt's auf den Grill. Ups. Hier fällt schon der erste Knochen raus. Ist geil. Wie gesagt, das mache ich jetzt 15 Minuten und dann sind wir hoffentlich fertig. Nein, wir sind dann fertig. Die Glasphase ist jetzt auch vorbei. Waren 3x 15 Minuten. Ich hole das jetzt mal runter. Ich habe schon ein bisschen genascht, muss ich zugeben. Wir gucken jetzt mal. Also, es ist definitiv full of the bone, weil die Knochen, die fielen da so ab. Ich habe jetzt hier nur mein Grillwerkzeug, aber ich möchte da jetzt was von essen. Ich pieke mir jetzt hier mal so ein bisschen was auf.
traumhaft. Das ist wirklich traumhaft. Ich kann euch das nicht beschreiben, wie es schmeckt, aber es schmeckt einfach geil. Nein, es ist wirklich absolut mega geil. Du hast einen Rindfleischgeschmack. Dann von dem Rub, von dem Gewürz natürlich auch was. Nachher das Glaze mit dem Honig und mit dem Senf, das ist mega. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, es ist genau meins. Es ist genau meins. Und ja, ich gehe jetzt runter, fütter die Raubtiere unten, die warten nämlich schon. Ist jetzt fertig? Genau. Das riecht wie nach den... Hörst du? Ihr hört es? Papa ist jetzt fertig. Ja, es ist jetzt fertig. Papa. Wir gehen jetzt runter und essen. Wie heißen die Bällchen mit Zucker? Ich weiß nicht. So. Connor, geh schon mal runter, setz dich an den Tisch, ich komme jetzt. Ja. Ich hab dich auch lieb. Du bist auch toll. Connor. Geh runter. Ich finde dich auch toll. Du bist auch toll. So. Wie gesagt, wir gehen jetzt runter, essen. Pommes sind auch soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ein Kommentar wäre richtig geil. Ich möchte mit euch irgendwo kommunizieren. Lasst einen Kommentar da. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und ja. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.